Leute, der Captain Fliege ist mal wieder back am Start für euch und hat heute mal wieder ein kleines Tutorial für euch in der Hand. Ihr habt schon gesehen, dass es heute um das Bogenschießen geht, in Klammern dem Archery. Ich weiß ja nicht, wer von euch Englisch oder auf Deutsch spielt, das ist ja unterschiedlich. Einige spielen es ja auch auf Englisch, ist auch eine schöne Sache, muss ich sagen. So, wo fängt das Ganze an? Es gibt einen kleinen Trick mit einem Gefährten, aber den müsst ihr euch erstmal holen, und zwar dem Feendahl. Dafür müsst ihr zu ihm hingehen, mit ihm quatschen und ihm helfen bei seinem kleinen Problem. Und zwar möchte er der Camilla eine kleine Lüge auftischen, und zwar, dass Sven ein kleiner Idiot ist. So, da helfen wir ihm jetzt natürlich schnell dabei im Hintergrund, weil sonst können wir ihn gar nicht als Gefährten bekommen. Ich werde das jetzt auch alles nach und nach wieder einblenden, was ihr alles machen müsst, um diesen Trick durchzuführen. So, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die ihr dafür machen müsst. Aber wir kümmern uns jetzt natürlich erstmal um die liebe Camilla und rennen jetzt gleich zu ihr hin. Ja, 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 das ist schon eine kleine harte Sache. Aber es ist ein schnelles Ding, wo ihr sehr schnell euer Bogenschießen hochleveln könnt. Ich werde euch noch zum Ende hin zeigen, wie ihr das levelt, weil es gibt eins, zwei, naja, Umstände, die das Ganze nicht auf Level 100 bringen, und zwar nur auf Level 50. Das werde ich euch aber noch zeigen, und ich werde auch nochmal probieren, diesen Umstand zu ändern. Es gibt nämlich noch einen zweiten Trick, aber ob der noch funktioniert, weiß ich noch nicht. Da war ich noch nicht mit dem jetzigen Charakter. Ist ja extra ein neues Profil gemacht worden für die ganzen Glitches, Tipps und Tricks, um euch das zu zeigen. So, jetzt müsst ihr natürlich Camilla anlügen. Hey, der Brief ist hier von Sven, pipapo. So, dann sagt sie, ja, der hat seine eigene Mutter, kann sie hier waschen, aber ich, nee, warum? Bla, auf jeden Fall ein paar harte Sätze für Sven. Sie möchte mit Sven nicht mehr reden. So, jetzt haben wir dem Feendahl gesprochen und gehen wieder zu ihm zurück. Meistens gammelt er in seinem Haus rum oder hier am Sägewerk. Entweder direkt hier bei den Baumstämmen, die hier liegen, oder hinten am Wasser. Und ich gucke gerade, wo er ist. Ja, wo ist er denn? Hallo? Ja, nee, hier ist er nicht. Er ist ja bestimmt hinten beim Wasser. Und was habe ich gesagt? Da hinten steht er ja schon. So, dann geht er hin, quatscht ihn an und sagt ihm, ja, wir haben das alles gemacht. Pipapo. So, ihr seht schon, er sagt, könnt ihr mich in der Schießkunst unterrichten? Hätten wir jetzt als Option gehabt. Machen wir aber noch nicht. Wir sagen zuerst, ey Digga, du folgst uns. Das ist ein sehr weiterer wichtiger Part. Er muss uns folgen. Er muss unser Gefährte werden. So, das ist die Nummer 1. Dann braucht ihr wiederum Gold. Das werden wir uns jetzt erstmal beschaffen. Aber zuerst zeige ich euch noch einen anderen wichtigen Part zu diesem Trick. So, hier seht ihr schon durch Karte, da ist Flusswald und jetzt die Wächtersteine. Da wart ihr ganz am Anfang, ihr seid dran vorbeigelaufen. Hier gibt es den Kriegerstein, den Magierstein und den Diebesstein. Den Kriegerstein müsst ihr aktivieren, ich hatte das hier schon gemacht, denn der levelt eure Fertigkeiten in der Kampfrichtung um 20% schneller. Ganz wichtig, weil sonst dauert es viel, viel länger. Also macht es. Und vor allem ist es dann auch nicht so wirkungsvoll, der Trick. Jetzt zeige ich euch noch, dass Feendahl kein Gold in der Tasche hat, weil ihr könnt ja mit dem Gefährten immer die Sachen austauschen und ihn auch als Traglast benutzen. So, jetzt gehen wir auf könnt ihr mich in der Schießkunst unterrichten. Das könnt ihr 5-mal pro Level. Seid ihr Level 1? 5-mal. Seid ihr Level 2? 5-mal. Seid ihr Level 3? 5-mal. Und so weiter. Ihr müsst also immer erst leveln, bevor ihr wieder 5-mal neu trainieren könnt. Wird auch immer teurer. Das ist der nächste wichtige Punkt, das Gold. Ihr werdet irgendwann kein Gold haben, weil die Auflevelung zu hoch ist. Also müsst ihr auch wieder Gold verdienen. Das schafft ihr aber jetzt so, wie ich gerade am Anfang direkt mit Level 1, habt ihr noch nicht so mega viel Gold. Das könnt ihr aber mit einem anderen Bug umgehen. Den werde ich euch eventuell nächste Woche oder übernächste Woche schon zeigen. So, jetzt habe ich euch erstmal gezeigt, dass wir uns das Gold einfach von ihm zurückgeholt haben. Ihr braucht bloß bezahlen, ihr lasst euch leveln, trainiert das, stuft dann hoch, geht dann wieder zu der Schießkunst, lasst es von ihm wieder leveln und holt euch dann das Gold wieder zurück. Einfach könnt ihr mit mir tauschen und holt euch das Gold, was ihr ihm gegeben habt, einfach wieder zurück. Ich glaube, ich werde euch das hier sogar nochmal zeigen. So, dreimal die Dings trainiert in dieser Stufe im Level 2. Gehen wieder auf sein Inventar und holen uns das Gold einfach wieder zurück. So einfach ist das. Also ihr müsst nicht mal Gold dafür ausgeben. Ihr kriegt das alles wieder. Trotzdem braucht ihr, umso höher die Schießkunst ist, ein höheres Grundkapital.
So, ihr seht aber auch unten schon, dieser Trainer ist einer Adept-Stufe. Das heißt einfach, dass er nicht die höchste Stufe hat zum Trainieren. Bedeutet, er hat selber nicht das Wissen, um euch auf der höchsten Stufe der Schießkunst zu unterrichten. Das ist ganz wichtig. Viele YouTuber zeigen das und sagen, es geht bis Level 100. Das stimmt nicht. Hier seht ihr den Unterschied. Wir sind jetzt Schießkunst Level 50 und dann steht oben, diese Person kann ich nicht weiter ausbilden. Ihr könnt ihn jetzt so oft anquatschen, wie ihr wollt. Er wird euch nicht mehr unterrichten, weil er nicht mehr die Möglichkeiten dazu hat. Dazu werde ich aber später noch was sagen, weil ich das überprüfen muss, ob das noch funktioniert und der nächste Part davon, von Stufe 50 bis Level 100, wenn ihr das auch so mit einem Trick machen wollt, der wird auf jeden Fall schwerer, selbst wenn er funktioniert. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche, bleibt on fleek, schaut nächste Woche vorbei, ganz wichtig, lasst doch gern kommen und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche, haut rein, euer on fleek.